Schwimmt eine Tomate in Wasser oder geht sie unter? Schauen wir mal. Aha. Was sagt uns das? Ob das auch bei der zweiten so funktioniert? Nanu, was ist hier passiert? Warum schwimmt die eine Tomate und die andere geht unter? Erstaunlich. Wisst ihr die Lösung? Liegt es vielleicht an den Tomaten? Mal schauen. Oh, seltsam.